Hallo! Willkommen zurück zu einer weiteren Folge Bioshock. Willkommen in Rapture! Wir sind hier angekommen, oder ihr, gleich sind wir angekommen. Willkommen to Rapture! So, oh mein Gott, hier sind Verrückte am Werk. Verrückte Leute laufen hier rum, die einen irgendwie tot sehen wollen. Schieße mit Elektrobolt auf den Türschalter. Okay, wir wechseln mal und okay, der Kreis ist so, und jetzt kommen wir nämlich auch hier durch. Okay, unsere Fähigkeit verbraucht unser Mana, sage ich mal dazu, oder das Eve. Was ist denn hier los? Alles klar. Ein Stück von unserem Flugzeug ist gerade gelandet. Muss natürlich hier durch. Ich sehe nichts. Ach so, hier lang oder was? So. Ich kann immer noch nicht rennen, oder? Maximal. Oh. Oder. Stopp. Wie habe ich. Mache ich das mit dem? Oder muss ich gedrückt halten? Nee, irgendwie nicht. Irgendwie. Okay, keine Ahnung. Ist klar, dass war da gerade ein Schatten? Bleite! Am besten verpasst du ihnen einen Stromschlag und ziehst ihn anschließend noch einen drüber. Links-Rechts-Kombination. Denk an den One-Two-Punch. Alles klar, Ah, ich hänge schon wieder hier. Hier haben wir erstmal Mana. Hier ist nichts drin. Wir haben hier jetzt die Vita Chamber activated. Noch mehr. Wo ist denn der Spinner? Oh, ich wette's. Ich wollte nur ein bisschen Gesellschaft. Nein, Mann! Das ist uns beiden nur schwer. Bleib da! Wir fangen doch erst an. Oh, da kommt der nächste. Schnell. Immer mitten in die. Okay, was zur Hölle? Egal, ich muss mich hier erstmal umschauen. So, hier. Alles looten, was geht. Essen. Die Chips haben dir einen Gesundheitsschub verschafft. Zigaretten. Du hast durch Rauchen Gesundheit verloren, aber Eve gewonnen. Okay, Rauchen bringt Eve, verliere aber Gesundheit. Untersuchen. Okay, das ist nicht mehr ganz so lebendig. Arcadia-Markt. Okay, ich habe Alkohol gesoffen. Du hast durch Trinken auch Eve bekommen. Okay, ich verbrauche halt, wenn ich jetzt hier meine Elektroschocks benutze, mein Eve. Okay, hier haben wir nichts weiter. Ich gucke mich nochmal kurz hier auf der anderen Seite. Ah ne, hier war die Vita Chamber. Okay. Alles klar, wir gehen. Nein! Ich drück doch. So. Wie lade ich denn meine Eve-Spritze? Indem ich auch Kreis drücke? Nein. Und ah ne, das wird automatisch. Okay, ich höre die Spinner. Okay, ich habe keine Ahnung. Da geht's rein. Okay, hier ist nichts weiter. Ist ein. So, hier ist ein Aufzug. Hier müssen wir bestimmt rein. Oder können wir den benutzen hier? Irre. Na, den kann ich benutzen. Fahren wir hoch oder fahren wir runter? Wir fahren hoch. Hör zu. Ich habe Familie. Ich muss sie hier rausschaffen. Aber die Splicer haben mich von ihnen getrennt. Wenn du es bis zu ihnen schaffst, nach Neptunes Bounty, dann könntest du sie vielleicht. Du meinst jetzt bestimmt, das Leben hat dir schon übel genug mitgespielt. Aber du bist meine letzte Hoffnung, meine Frau und mein Kind jemals wiederzusehen.
So, Neptune's Bounty. Such meine Familie. Bitte. Okay, neue Aufgabe. Neues Ziel. Gehe zu Neptune's Bounty. Oh, ich höre schon wieder irgendwelche Frauen singen. Nein, Mann. Warte. Das passiert alles vorher und nicht. Okay. Warum? Wieso ist das so mega gruselig? Heute und nicht damals, als du so süß warst und warm. Das, ich will. Okay, der Pfeil zeigt eh in die Richtung, aber ich gehe immer erstmal in die falsche Richtung. Okay, da ist wirklich diese Tante. Was haben wir denn hier? Verbandskasten. Piepriegel. Essen. Oh, ein Teddy. Hier ist ein Blumen. Das ist hier doch dieser Andrew Ryan, oder? Ma'am? Pistole? Baby und ich! Baby und ich! Nein! 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 Die Plasmide haben alles verändert. Sie haben unsere Körper und unseren Geist zerstört, weil wir nicht mit ihnen fertig werden. Gute Freunde, die sich auf einmal gegenseitig an die Gurgel gehen. Babys, die erdrosselt in ihren Kinderbetten liegen. Was? Die ganze Stadt geht zum Teufel. Wirklich? Wir nehmen hier erstmal hier eine Portion. Eine Pistole. Ihr Baby ist die Pistole. Okay, 6 Kugeln. Wie kann ich wechseln? Ah, drücke R. Um zur nächsten Waffe. Ah, okay, wenn ich länger gedrückt halte. Okay, und so kann ich nur her switchen. 6 Pistolenkugeln haben wir. Na gut. Ich werde trotzdem erstmal meine Rohrzange benutzen. Kaschmir-Restaurant. Happy New Year, 1959. Rapture. Oh, richtig schön alte Musik, ey. Alles klar, die rasten hier schon wieder alle aus. Hier laufen irgendwelche Spinner rum. Was haben wir denn hier? Komm hier runter. Bestimmt. Hier eine Maske. Hier war anscheinend ein Geburtstag oder so. Arcadia Merlot. Old Tom Whiskey. Okay, saufen brauchen wir jetzt nicht wirklich. Wir haben, sind eigentlich komplett voll. Dancing Downstairs. Unten können wir tanzen. Was haben wir denn hier? Oh, habt ihr es gesehen? Was war das? Telefon benutzen? Ich. Hallo? Okay. Oh, Dollars. Bringt die überhaupt noch? Ein Dollar. Überhaupt hier irgendwas kaufen? Zeitungsstand? Hab ich doch was gesehen? Zum letzten Mal, ich warne dich. Okay, warum? Ist das hier so gruselig? Oh, was? Was ist hier los? Was war das? Ein Phantom? Ein Geist? Ich... Okay, hier ist nichts. Ich warne dich. Das ist bekacken. Toilette benutzen. Hier ist Tom Old Whiskey. Ja. Untersuchen. Hier haben wir nichts. Sollen wir noch ein...
Den guten Whisky in der Toilette. Okay, Loch in der Wand. In der Toilettenwand, aufheben. Tagebuch, halte X. Hey Brenda, kannst du mir mal erklären, warum seit fast 3 Wochen ein riesiges Loch in der Wand hinter deinem Scheißhaus ist? Ich heiße zwar nicht Shakespeare, aber ich versuche hier ein anständiges Theater zu führen. Die Arbeiter aus Port Neptune kommen hierher und erwarten sich ein bisschen Ablenkung und Unterhaltung. Aber sie können an nichts anderes denken als an den Gestank, der aus deiner Kloschüssel kommt. Bring das in Ordnung. Steve Baker, okay. Anscheinend eine Erinnerung oder was? Ah! Nein! Nein! Kopf zu! Ist hier noch jemand? Ich hasse Toiletten. Okay, hier ist ein Loch. Ich gehe aber trotz... War das mein Schatten? Nein? Wessen Schatten war das? Egal, ich gehe mal kurz hier runter. Mach endlich auf! So, du Spinner, komm her. Okay, Charlie, war das gerade Charlie? Finde ein Weg. Gott, nein, nein, lass mich. Lettheat Splicer. Alles klar. Oh, was zur Hölle ist denn nur los hier? Pistolenkugeln, ja wunderbar. Okay, was stand da? Ich soll einen Weg zurückfinden. Okay, hier, das ist hier einfach nur ein Bonus, oder wie es? Ich, ja, alles aufsammeln, was wir kriegen können. Dollars. Sicher ist sicher, aber er ist anscheinend schon. Dollar, Registrierkasse, Pistolenkugeln. Noch mehr Dollasse. Okay, das sieht nicht mehr. Okay, wer hustet hier? Wer hustet hier? Wenn du einen Splicer im Wasser siehst, verpass ihm eins mit dem Elektrobolt. Alles klar, Wasser, ne? Ah! Kann ich die jetzt. Ah, ne, die sterben auch so. Okay, danke Atlas. So, da haben wir noch einen Verbandskasten direkt mitgenommen. Also wir sind ja jetzt schon mal komplett versorgt, ja. Boah, Larse. Aber ich kann nicht rennen, ne? Das ist... tschetschenischer Wodka. So. Teddy. Okay, einsames Silvester. Hier liegt noch eine Spritze. Dollar. Okay, einsames Silvester. Eine neue Erinnerung. Oder Tagebuch. Oh. Oh, wieder mal Silvester. Wieder eine einsame Nacht. Mhm. Ich will ausgehen. Du sitzt in der Feistos fest bei der Arbeit. Naja, wen wundert's? Dann nehme ich wohl noch einen Drink. Ich trinke oft Ian McClintock, das dümmste Mädchen von Rapture. Dumm genug, sich in Andrew Ryan zu verlieben. Dumm okay. Genug. Was ist passiert? Ich blute. Oh Gott. Was oh Gott. Ja, was ist hier nur los oder was war damals los gewesen? Zack, Eve-Spritze, Zigaretten. So duckt man sich. Okay. So, noch mehr Riegel. Gut. So, das haben wir jetzt hier alles angeguckt. Gut, ja, da war wohl eine, die ja, die hat sich wohl in diesen Visionär hier verliebt.
und war irgendwie nicht glücklich mehr darüber. Keine Ahnung. Und dann ist hier alles... Oh mein Gott! Oh Mann! Alles klar, ich werde hier die ganze Zeit nur rumquieken. So, was ist denn hier los? Wer... So, wir gehen jetzt hier durch dieses verdammte Loch. Woodlight-Theater. Immer mit der Ruhe. Was ist? Bist du so freundlich, die Waffe runterzunehmen? Oh. Da ist dieses Mädchen, was wir gesehen haben. Alles klar. Okay, wir müssen hier lang. Du denkst, dass da unten ist ein Kind? Lass dich nicht verarschen. Sie ist jetzt eine Little Sister. Irgendjemand hat das liebe kleine Mädchen zu einem Monster gemacht. Du musst lernen, umzudenken. Hier unten im Rapture zählt deine Vorstellung davon, was Recht oder Unrecht ist, nicht mehr. Okay, es ist schon ein wenig gruselig. So, wir müssen jetzt hier runter, aber gucken trotzdem nochmal hier hinter, ob hier noch was rumliegt. Nope. Okay, auf geht's. Gehen wir halt zu dem kleinen Mädchen mal hier runter. Oh mein Gott. Lauf weg, kleines Kind! Pistole? Okay, ein Schloss. Das können wir... Ja, das ist, Happy Chappy. Okay, das kleine Mädchen hier. Das ist eine Vita Chamber. Sie sammelt irgendwas für was weiß ich hier, keine Ahnung. Filmkommentar, Film abspielen, Kommentar des Regisseurs. Oh Gott. Ich guck mal. Goldene Firma, du hast eine Folge von Kommentare des Regisseurs freigeschaltet. Spiele sie jetzt ab oder schau sie später über das Hauptmenü. Achtung, Spoiler. Die Kommentare enthalten eine ausführliche Diskussion, eine Geschichte. Okay, nee, kein Spoiler. So, So. Okay. Nein, Mann. Nein, nein, nein. Oh, ich triff dich. Okay, ich nehme mal die Waffe, wa? Oh Gott. So, 13 Kugeln nur noch. Hat die nicht eine Waffe gehabt? Doch, hier. Oh! Gibt's nirgends Zeug hier drin. Nun gut, was ist da? Oh. Nehmen. Hier war doch nix. Ja, klar, die sind doch alle bekloppt hier schon wieder.
Ah, Wasser. Ich würde sagen, die sind ein wenig gefritzelt. So. Na gut. Dann würde ich sagen, in der nächsten Folge werden wir die looten. Ja. Ich mache mal kurz eine Pause. Bis dann erstmal. Ciao.